Meine Damen und Herren, Sie sind auch ganz intelligent. Sie haben etwas rausgefunden und haben gesagt, mit wichtigtuerischen Philosophien und allerlei Vernünfteleien, den Rütli-Schwur habe es gar nicht gegeben, man könne ihn nicht beweisen. Ja, und jetzt, meine Damen und Herren, das Gegenteil können die auch nicht beweisen. Ja, also Sie sehen, Sie sind sehr einseitig. Aber nehmen wir die Sache offen auch auf. Ja, meine Damen und Herren, sowohl die Rütli-Geschichte als auch die Tell-Geschichte sind ein Mythos. Aber haben Sie nicht Angst vor diesem Wort? Gerade das macht sie wertvoll. Noch viel wertvoller als irgendein beweisbares Stück. Sie strahlen die tiefe Wahrheit des Mythos aus. Mythos sind Geschichten aus alter Zeit, die mündlich überliefert wurden von einer Generation zu den anderen, meist über Heldentaten oder über Helden. So auch die Geschichte vom Rütli-Schwur. Und je länger sie dauern und je mehr sie erzählt werden, desto wahrer werden sie. Also wahrer auf jeden Fall als all die Tagesschauen, die sie in den letzten Tagen gesehen haben.